So, dann machen wir doch mal weiter. Jetzt sind wir sozusagen bei der Halbzeit. Vier Themen haben wir abgehakt, vier haben wir noch vor uns. Mal sehen, ob ich die vier jetzt zusammenkriege. Einmal haben wir instabiles Fahren, also überhaupt langsam fahren wahrscheinlich ein paar Übungen und dabei auch enges Wenden und Kreise fahren und so. Also, als ob man eng um Bäume herumfährt. Und dann haben wir Wenden am Hang, wurde gefragt, Steilhang und ein bisschen Tiefsand machen wir noch. Ja? Gut, dann fangen wir mal mit dem instabilen Fahren an. Instabil heißt ja wirklich da, wo ich hier stark balanciere. Achso, als Tipp wollte ich gerade noch geben, weil mir gesagt wurde, auf Facebook das Bild ist nicht so ruckelig, das muss ja denn tatsächlich was mit Zoom zu tun haben und kann nicht mit unserer Kamera zusammenhängen, ist ja immer die gleiche Kamera. Vielleicht schaltet ihr jetzt einfach auf das Facebook-Bild um und guckt es mit Facebook an und redet über Zoom mit mir. Ihr müsst da ein bisschen hin und her schalten, aber so als Idee, dass ihr ein ruckelfreies Bild habt. Oder leider nicht klappen, Wolfgang. Das wird leider nicht klappen, Wolfgang, weil du mit dem Zoom etwas schneller bist. Facebook hängt 10, 15 Sekunden hinterher. Das geht leider nicht. Das habe ich gerade auch schon probiert. Wobei ich auch sagen muss, dass Facebook jetzt zum Schluss gerade auch angefangen hat zu wackeln. Das hat wahrscheinlich wirklich was mit den unglaublichen Datenmengen zu tun, die hier gerade durchgejagt werden. Ja. Also tut mir leid, ja, wenn es ruckelt. Ich hoffe, kommt trotzdem noch rüber, was ich euch hier klar machen will. Na? Aber so ist das jetzt. Kann man nicht ändern. Gut, also instabiles Fahren. Wenn ich ganz langsam fahren will, muss ich erstmal ein sehr schönes Grundgefühl für die Kupplung haben. Und da habe ich eine Übung irgendwann angefangen, mal auch mit meinen Fahrschülern zu machen und auch mit den Enduro-Leuten, dass ich mal einfach das Motorrad jetzt neben mir herfahren lasse und dabei über den Schleifpunkt die Geschwindigkeit reguliere und da mal mit gar nichts mit dem Gas mache. Also ich starte das Motorrad. Ersten Gang einlegen. Suche mir den Schleifpunkt. Und wenn ich ihn habe, lasse ich sie dann mal an dem Schleifpunkt losrollen und dann ziehe ich mal wieder so einen halben Millimeter zurück und öffne mal wieder. Lasse ich zu lange geöffnet, dann muss ich hier schon einen flotten Schritt haben. Deswegen als Tipp, lasst einen Finger an der Bremse, dann könnt ihr dabei auch wieder das Moped einfangen. Ja? Also mit dem Schleifpunkt arbeiten, neben mir herfahren lassen und mal nur im Bereich des Schleifpunktes die Kupplung ein bisschen hin und her bewegen und darüber die Geschwindigkeit regulieren. Wenn ich das gemacht habe, kann ich das ein bisschen fortgeschrittener machen und könnte dann mit Gas spielen. Ja? Ich kann aber auch erstmal jetzt mal gucken, wie fühlt sich das fahrend an. Also ich gehe hier an den Schleifpunkt, alles ohne Gas und ziehe jetzt die Kupplung wieder zurück. Jetzt lasse ich sie rollen und wenn sie mir zu langsam wird, zu wackelig, öffne ich wieder ganz leicht die Kupplung. Ich bin die ganze Zeit am Schleifpunkt, dass ich mir nicht immer den Schleifpunkt neu suchen muss. Ja? Also ich variiere so einen Millimeter um den Schleifpunkt nur herum. So, dann fortgeschrittene Übung. Zum Absteigen ruhig lieber erstmal ausmachen, dann kann nicht schief gehen dabei. Kupplung wieder ziehen, starten. Jetzt lege ich mal ein bisschen Gas an. Im Stand erhöhe ich schon ein bisschen das Gas, suche mir den Schleifpunkt und fange sie über den Schleifpunkt wieder ein. Trotz Gas, weiß nicht, könnt ihr mein Gas gerade ein bisschen hören? Also bei mir kommt es nicht rein, nein. Bei mir auch, okay, auch nicht. Okay, also ich gebe hier gerade Gas wie so ein kleiner Vollidiot und trotzdem haut mir das Motorrad nicht ab, weil ich die Geschwindigkeit über den Schleifpunkt reguliere. Ja? Und wenn das gut ging, mache ich das Ganze wieder sitzend. Also ein bisschen ans Gas, Schleifpunkt suchen, stabilisieren und wenn es stabil ist, fange ich entweder an, ein bisschen mit dem Gas zu spielen oder halte Stützgas und reguliere aber die Geschwindigkeit so, dass ich hier Balance spüre über den Schleifpunkt. Also der Tacho von der Teneré, der zeigt jetzt hier immer 0 an.
Und das machen die Yamaha-Tachos immer, wenn es unter 5 km/h ist. Ja? So, was könnte ich denn jetzt noch als dritte Komponente reinbringen? Die Fußbremse. Jawohl. Also, Stützgas, Schleifpunkt, stabilisieren, Kupplung ein Stück zurück. Und jetzt lasse ich die Bremse leicht mitschleifen. Und dadurch kriege ich das Motorrad sehr schön im langsamen Bereich stabilisiert. Ja? Immer mitschleifen, mal ein bisschen mehr Fußbremse, mal ein bisschen weniger. Und wenn das alles gut ging, kann ich das Ganze auch mal im Stehen machen. Eine wichtige vierte Komponente ist noch dabei. Was ist noch dabei? Für eine gute Balance. Die Blickführung. Genau. Fußrasten? Fußrasten auch. Mit denen kann ich ja auch ein bisschen balancieren, wenn ich stehen fahre, richtig. Aber worauf ich jetzt gerade hinaus wollte, war genau die Blickführung. Schaue ich horizontal, habe ich den Blickhorizont als Bezugskante und kriege da die kleinste Abweichung mit. Ähnlich wie so ein Fluginstrument in einem Flugzeug, ne? Womit man erkennen kann, ob man wirklich horizontal fliegt. Ne? Und gucke ich aber nach unten, dann sehe ich irgendwann nur noch Rasen und dann kriege ich ja die kleinste Abweichung nicht mit, sondern ich kriege erst die Schwerkraft mit, was ja viel später ist und kann dadurch schwieriger dagegen steuern. Und wenn ich den Anfang schon mitkriege, werde ich instinktiver viel besser das Motorrad ausbalancieren und stabil halten. Ne? Also auf die Blickführung noch achten. Gut, das war jetzt so eine Sache, die ihr euch für eure Kupplungsarbeiten, das Zusammenspiel Gas, Kupplung, Fußbremse erstmal antrainieren könnt. Ja? Warum bringe ich dabei jetzt nicht die Handbremse mit ins Spiel? Ja, bei Langsamfahrt kann die leichter blockieren, denke ich mal. Ne? Ja, ums Blockieren geht es mir kaum, sondern um die Kraft, die da gleich wirkt. Ne? Also die ist aggressiver als die Fußbremse. Und wenn ich jetzt hier in einer leichten Kurve bin und zu hart bremse, dann will sie kippen. Und dann kippe ich schnell um und das passiert mit der Hinterradbremse nicht. Und die Hinterradbremse stabilisiert das Ganze auch noch. Weil ich jetzt, wenn ich hinten bremse, ich kann sie mal schieben und hinten bremsen, achtet mal auf die Federung hinten. Sie geht auch hinten in die Feder rein, ne? Wenn ich hinten bremse. Also sie sackt nicht nur vorne ein, wie bei der Vorderradbremse, sondern sie sackt auch hinten ein. Und dadurch bleibt der Nachlauf schön stabil. Also sie kippt nicht vorne ein und wird instabiler dadurch. Ja? Deswegen ist die Fußbremse für langsame Fahrten eine wunderschöne Sache zum Stabilisieren. Auch für die kleinen Kurven. Ja, so jetzt gehen wir mal darüber hinaus. Bevor wir es jetzt genauso langsam machen, gehen wir mal engere Kurven an, machen sie einen Tick schneller und werden dann mal langsamer. So würde ich es jetzt auch an eurer Stelle machen, wenn ihr das selber trainieren möchtet. Weil schneller heißt, sie ist ein bisschen stabiler. Und schnell bedeutet jetzt gleich aber auch nur Standgastempo. Und ich glaube, dann fährt eine Teneré so 11, 12 km/h oder so im ersten Gang ohne Gas. Das Tempo nehmen wir mal gleich. Und jetzt geht es darum, ich möchte das Motorrad um eine enge Kurve kriegen. Legen wir mal an, ich will hier um die liegenden Reifen herumfahren. Ja? Wie kriege ich sie da ums Eck? Ja, indem ich sie mit drücke. Ich kann drücken, ja. Was meinst du mit drücken genau? Ich zwinge sie ein Stück in die Kurve mit rein. Also. Drückst du unter mir weg. Drückst sie unter mir weg. Motorrad in die Kurve, ich selbst aber nicht. Ja, genau, kann ich machen. Noch eine Idee? Nach Fußrastenbelastung, Blickführung, einlenken. Okay. Wäre auch nicht schlecht. Fußrasten belasten. Wie willst du die Fußrasten belasten? Na, ich würde die äußere, je nachdem, wo ich hin will. Also wenn ich die Kurve einlenke, nehme ich die Kurven äußere Fußrasse. Aha, okay.
okay. Genau. Also du würdest jetzt, wenn du da lang möchtest, Gewicht auf die Raste. Ja. Okay. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich glaube, da ist ein kleiner Knoten im Kopf. Aha. und zwar, ich kann hier so ein Motorrad lenken, ohne dass ich an die Lenkung gehe. Ihr merkt jetzt schon die Lenkung, je mehr ich das Motorrad kippe, geht immer mehr rein. Und jetzt kommen wir mal zu dem äußeren Fußrastendruck. Würde ich am Kurveneingang auf die äußere Raste drücken, würde ich das Motorrad ja zur anderen Seite kippen. Ja, nee, das meine ich auch nicht. Ja, genau. Jetzt geht es nämlich um den Zeitpunkt der Fußrasten. Ja? Also zum Einlenken kann ich sogar die innere Raste benutzen, dann kippt das Motorrad nach innen und die Lenkung, ohne dass ich selber bewusst stark lenke, wird reingehen. Ne? Also Kippen ist in dem Moment immer ein Lenken im instabilen Bereich. Habe ich die Lenkung links und das Gewicht ist rechts und ich schiebe das Motorrad, gewinnt, wie ihr seht, das Gewicht. Ne? Die Lenkung will zum Gewicht. Also immer darauf auch schon mal achten, wenn ich jetzt in eine enge Kurve losfahren will, benutze ich das mal genau zum Anfang. Das heißt, ich würde jetzt nur ein Kurveninneres Bein runternehmen und das Motorrad nach innen kippen. Dann will sie auch bewusster darum. Ansonsten ist es, als ob ich mit dem Auto links abbiegen will, aber erstmal nach rechts lenke und dann schnell nach links lenken muss. Ja? Weil die Gewichtsverlagerung das Motorrad sonst zur anderen Seite ziehen will, dann muss ich gegenkorrigieren. Das ist das eine. Also ich brauche Gewichtsverlagerung. Und die muss ich mir jetzt mal erstmal bewusst machen und darauf bauen wir mal weiter aus. Auf. Das kann ich jetzt mal erstmal sitzend machen. Und zwar mehrere Varianten. Ich kippe, ich lasse jetzt hier meinen ersten Gang tuckern, sind 12 km/h. Ich kippe mein Becken, das zeige ich auch genauso mal den ganzen Straßenfahrern, bin hier ganz locker an der Lenkung, kippe mein Becken und dann kippt das Motorrad von alleine rein. Becken kippen heißt, die beiden Sitzhöcker kippen, also einer geht hoch und ich sitze auf dem äußeren Sitzhöcker gerade nur. Hier kann ich eine Hand innen runterschieben. Ja? Jetzt kippe ich mein Becken nach links und die Lenkung will nach rechts. Und dann geht sie von alleine rein. So, ich könnte aber genauso einen Außenborder machen. In den negativen Hanging Off ist genau das gleiche im Prinzip. Ja? Ich möchte nach rechts, ich setze mich links versetzt und kippe das Motorrad damit rechts in die Kurve. Ich möchte nach links, also Außenborder raussetzen. Damit macht man sich mal erstmal bewusst, dass dieses Kippen ein Lenken ist. Und jetzt möchte ich das mal stehend machen. Ich gehe mal in den Außenborder und drücke mich jetzt dabei hoch. Und dann seht ihr, mein Hintern bleibt weiter außen. Das äußere Knie geht in die Knie und das rechte ist gestreckt. Das war das, was Aldo vorhin sagte, dass sein Bein ihm immer im Weg ist. Bei mir ist meins jetzt gerade nicht im Weg. Aldo, bist du noch dabei? Ja. Ja, das war dein Thema? Ja, aber also bis solche Kurven ist kein, habe ich auch keine Probleme. Es ist, wenn es ein bisschen schneller und enger wird. Okay. Dann zeige ich mal noch was anderes. Mir wurde eben noch mal gesagt, ich soll mal nicht ganz so weit wegfahren. Dann könnt ihr als Vorübung, vielleicht meint es auch unsere Single Trails hier in Jüterbog, ne? Als Vorübung mal einfach hier über die Fußrasten lenken. Bin ganz locker in der Lenkung und drücke die Fußrasten unter mir hin und her. Ob es jetzt auf einer Wiese ist oder hier auf Asphalt, ist scheißegal, es geht um die Technik. Nur über die Fußrasten kippe ich das Motorrad nach rechts, kippe sie nach links. Kippe sie nach rechts, kippe sie nach links. Hilft dir das ein bisschen weiter, Aldo? Ich glaube, ich habe mich falsch ausgedrückt. es geht um die noch engeren Kurven. Noch enger? Wie eng willst du es denn noch haben? Naja, also... willst du es so eng haben? Oder was meinst du? Noch enger geht es nicht mehr. Ich glaube so eher in die Richtung. Also das ist jetzt schon richtig Trial-Technik, ja?
den Trail, den da bei dir gibt, wo, also genau, wenn ein bisschen Richtung diese ganze Huppelpiste. Ja, also es gibt im Wald, also nicht im Wald, aber in den zwischen den Bäumen Richtung, wie gesagt, diese Motocross-Huppelpiste. Da, es gibt sehr, sehr, sehr engen Kurven, wo man, ja, ich meine Schwierigkeiten hatten, euch zu folgen. Und ihr seid da, tratt, super schnell, super agil und mit den gleichen super agilen Motorrädern. Ich musste so 3 km/h fahren, weil ich bin durch die Kurven nicht gekommen. Okay. Jetzt, also einmal wird es was an deiner Grundhaltung gehangen haben, weil das Problem ist, also wirklich, wenn man morgens einfach den Leuten sagt, stell dich mal aufs Motorrad und fahr mal stehend, gehen sie alle in diese innere Schonhaltung, ich gehe in die Knie und hänge hinterm Lenker. Dann bringe ich ihnen richtige Haltung bei, aber wenn man anfängt müde zu werden, verfällt man in die alte Haltung. Ja? Und dann fängt es an, verkrampft zu werden. Man kriegt das Motorrad auch nicht mehr gut bewegt. Ich denke, dass es damit was zu tun hat. Und was gerade in den Single Trails, wenn es so schnell um die Bäume geht, dann lenke ich extrem viel über die Fußrasten. Total locker. Mhm. Und das wird dir wahrscheinlich gefehlt haben. Wahrscheinlich, aber, ja. Aber du wirst ja jetzt diese Woche oder so deine neue Teneré kriegen, oder? Na, die Zulassung ist noch, ich weiß es nicht, wie der Stand ist von der Zulassung. Ja. Jetzt in Berlin ist es ein bisschen schwer. Okay, aber sobald du sie hast und wir wieder Trainings geben können, dann sehen wir uns ja hier. Und auf dann jeden werden wir Fall das Thema aktiv angehen. Ja. Gut. Mal gleich also eine Zwischenfrage, Wolle. Weißt du schon, wann die ersten realen Training in Jüterbog wieder gefahren werden dürfen? Habt ihr da schon irgendwas gehört in Brandenburg? Also ich gehe davon aus, dass wir 2021 definitiv wieder fahren dürfen. Und für dieses Jahr ist bisher bis 10. Mai alles gesperrt und darüber hinaus wissen wir noch nichts. Ja, okay. Es gibt also auch noch nicht die Ansage, ab 10. Mai wird es wieder gehen. Sondern es gibt jetzt nur ein Verbot bis 10. Mai und dann wird es ja wieder weiter entschieden. Nächste oder übernächste Woche, ich weiß es nicht. Naja, ähnlich wie mit den Fahrschulen auch halt. Ja, Fahrschulen ist auch so und jetzt hier mit Veranstaltungen geht es auch nochmal um andere Sachen. Segelschulen dürfen schon wieder. Warum soll ich denn nicht auch mit Motorrad was machen dürfen? Aber ja, da sind uns selber ziemlich die Hände gebunden. Wir müssen warten. Aber soweit wir dürfen, legen wir los. Gut. Jetzt bin ich hier einmal auf das langsame Fahren allgemein eingegangen. Dann bin ich mal kurz aus dem Langsamen raus, habe sie im Standgas tuckern lassen, damit sie so stabil ist, dass sie auf gar keinen Fall umkippt. Und dass man sich mal nur auf die Gewichtsverlagerung konzentrieren kann. Ja? Und jetzt kann man beides auch nochmal zusammenpacken. Und das heißt, dass man mit Gas, Kupplung, Fußbremse arbeitet. Ihr könnt dabei auch sitzend anfangen. Und dann kippe ich sie. Und wenn ich ein kippliges Gefühl habe, dann lasse ich immer ein bisschen mal wieder Schwung reinkommen. Ne? Weil ihr habt ja jetzt dann schon die Erfahrung gemacht, mit 12 km/h kippt sie nie. Also heißt es für mich, wenn sie jetzt kippt, wird sie irgendwann zu langsam. Und dann bringe ich kurz ein bisschen Schwung über öffne Kupplung und ein bisschen Gas rein. Ja? Das kann ich so machen. Oder ich kann auch wieder mit dem Außenborder arbeiten, Hintern raus. Zack, Außenborder. Und dann kann ich es auch im Stehen machen. Und für Stehen kann man nochmal eine sehr schöne Grundübung machen. Und zwar stellt euch dafür einfach abends mal vor einen Spiegel. Und jetzt stellt man sich mal vor, ich stehe auf dem Motorrad in meiner Grundhaltung und möchte nach links oder rechts oder was auch immer, ist scheißegal, irgendeine Richtung. Die Logik im Kopf sagt, lenken. Und dann hätte ich hier so ein Dreieck. Ich als Tipp gebe vor, denkt mal an Achsenparallelität. Also, wenn der Lenker rum will, soll die Schulter auch rum und das Becken geht auch rum. So stelle ich mir das jetzt mal vor. Und dann merkt ihr schon, hier ist jetzt auf dem gedachten äußeren Bein das Gewicht.
Und Schulter, Hüfte, Lenker sind in der Kurve. Zur anderen Seite, jetzt würde ich hier gerade mit dem Fuß die Fußraste zum Kippen bringen. Und dann stehe ich anschließend auf der äußeren Raste und habe ein schönes Gegengewicht. Ja? Das war das, was vorhin, ich glaube, Sonne gesagt hat, ne? mit dem Fußrastendruck. War das Sonne? Irgendjemand hatte doch was mit der äußeren Fußraste gesagt. Ja, das war ich. Genau, das meinte ich. Ja, das ist ein Drehen in der Kurve. Da habe ich dann Gegengewicht für das gekippte Motorrad, aber ich lenke sie praktisch mit dem inneren Bein ein und ziehe meinen Oberkörper parallel zu dem Lenker mit rum. Kann man so sehr schön üben. Da merkt man auch schon, das äußere Bein geht ins Knie rein und das innere streckt sich. Wenn man das jetzt übt, kann man auch sehr schön testen, ob das eigentlich gut ist, indem man mal ein bisschen übertreibt. Also, ich fange an mit dem Außenborder, Schulter, Lenker rein. Das ist jetzt so ein bisschen Trial-Technik, ne? Außenborder. Und jetzt kann ich mal übertreiben und gucken, kann ich den inneren Fuß von der Raste nehmen? Dann habe ich ja perfektes Gegengewicht. Und für ein geiles Foto mache ich irgendwann noch den. Und wer das jetzt schon ein bisschen länger geübt hat, kann auch mal probieren, jetzt so andersrum zu fahren. Da merkt man nämlich sofort, oh, wenn das Gegengewicht nicht stimmt, wird die Lenkung richtig störrisch. Das ist blöd. Ja? Aber wenn das Gegengewicht stimmt, zack, dann bleibt die Lenkung schön ruhig. Ist jetzt aber schon ein bisschen fortgeschritten. Also worum es mir bei euch jetzt ging, war Außenborder und der innere Fuß. Der kann sich hier von der Raste heben. Stehe auf der äußeren Raste. Außenborder, Hüfte dreht sich mit rein. Und somit habe ich auch einen schönen Blick in die Kurve. Das ist langsames Kurvenfahren. Ja? So. Braucht ihr da noch Ergänzung für das instabile Fahren? Oder Tipps, wie man anfangen kann, das selber zu trainieren? Vielleicht habe ich ja auch irgendwas ausgelassen. Nee, war super erklärt. Sehr schön. Ja, da einfach mal Stück für Stück das Video nachher auseinandernehmen, Notizen machen und das genauso machen. Wenn ihr Step by Step das auch mit viel Geduld mit euch selbst alles macht, wird es auch klappen. Und habt da wirklich auch Geduld. Macht erstmal eine Sache immer sicher. Zum Beispiel erstmal im Standgas lange tuckern lassen und einfach immer wieder nur Gewichtsverlagerung, Gewichtsverlagerung, Gewichtsverlagerung mit einem Außenborder oder gekippten Becken. Und dann macht auch mal abends jetzt vorm Spiegel beim Zähneputzen hier noch die Lenkerübung oder so, keine Ahnung, irgendwie so. Und dann baut euch selber Step by Step das auf und nicht gleich mit Punkt 10 anfangen, weil ihr denkt, ach, den anderen Kram, den kann ich doch. Macht ihn mal. Immer wieder Basics üben bringt unglaublich viel, selbst wenn ich denke, ich kann das alles. Ja, ich weiß gar nicht, wie oft wir uns hier einfach nur Reifen hinlegen und dann achten fahren, wie bekloppt. Schnell, langsam und so weiter. Ja, das ist eine Übung, die haben wir schon vor 20 Jahren gemacht, trotzdem machen wir sie. Guckt euch Valentino Rossi, den Gott auf zwei Rädern an mit seiner Motorrange. Der fährt da auch jeden Tag wie verrückt, wenn es geht. Ne? Und da denkt man, wozu muss der noch trainieren? Aber der muss auch trainieren. Also sie machen immer wieder die Basics-Sachen und das sehe ich leider bei sehr vielen, dass sie sehr schnelle Fortschritte machen und dann immer schneller, schneller, schneller werden wollen und nie wieder die Basics sauber üben. Aber genau das bringt den Erfolg. Wenn die Basics sicher sitzen und immer wieder in Erinnerung geholt werden, dann kommt der Rest von alleine. Ja? Gut, jetzt haben wir enges Abbiegen, oder Abbiegen, jetzt bin ich schon wieder im Fahrschulmodus. Jetzt haben wir enges Rumfahren um Bäume gehabt und so. Das kann man jetzt noch erweitern und auch ein bisschen mit dem Außenborder für schnellere Kurven arbeiten. Das ist eine Technik, damit habe ich sehr viel Erfolg bei Einsteigern, um sie sicher in Kurven zu kriegen. Das ist jetzt nicht die Technik, um nachher die schnellsten Kurven zu fahren, aber sie kommen sicher rum. Und dazu fahre ich hier einfach mal ein größeres Oval oder eine größere 8 und erkläre, was ich dabei mache. Ja? Also wenn ich hier schneller eine Kurve fahre, dann gehe ich auch so einen leichten Außenborder, nicht mehr so extrem, weil ich brauche ja gar nicht so viel Gegengewicht. Ne? Dann beschleunigen, Gewicht nach vorne,
bisschen Gas weg, jetzt will ich in die Kurve, Hintern raus und das Moped hier rumlaufen lassen. Wieder in die Beschleunigeposition, jetzt will ich langsamer werden, Gewicht nach hinten, Außenborder rumlaufen lassen, bisschen Gas und wieder in die richtige Haltung. Gas weg, vielleicht auch ein bisschen anbremsen, Außenborder. So kann man das auch sehr schön trainieren. Durch den Außenborder will das Moped halt auch bei größerer Geschwindigkeit immer in die Richtung schon lenken. Ne? Kann man auch so als Art Slalom mal üben. Damit mit der Technik erzielt man bei Einsteigern sehr schnelle Erfolge, zielgenau zu fahren. Ja? Wenn es nachher noch sportlicher wird, gibt es da natürlich auch wieder Kurventechnik legen und da gibt es ja immer verschiedene Techniken. Mir geht es ja erstmal um den Einstieg und sicher zu fahren. Ja? Was denkt ihr, was ich bei den ganzen Touren für eine Erfahrung gemacht habe, wodurch die Leute sich am meisten kaputt machen über den Tag und die gefährlichsten Situationen überhaupt erleben? Und die wenigsten legen wirklich viel Wert darauf, aber ich lege sehr viel Wert darauf. Was könnte das sein? Dann verrate ich es euch, das ist die Haltung. Das ist nur die Basishaltung, dieses gerade stehen, Oberkörper nach vorne, beschleunigen, nach vorne gehen, Gas wegnehmen, nach hinten. Weil durch dieses falsche Stehen, in den Knien stehen, da geben die Leute Vollgas in Situationen, wo du denkst, was ist denn hier los? Ja? Da hatten wir mal in der Provence eine Situation, leichte Schotterpassage bergab und da war einer mit einer Transalp dabei, ne, der ist dann mal geradeaus weitergefahren. Weil er meinte, oh, ich habe plötzlich Gas gegeben. Es kommt alles durch die falsche Haltung. Die Leute gehen über den Lenker durch falsche Haltung. Die Leute geben Vollgas durch falsche Haltung. Ja? Und da, die richtige Haltung ist erstmal das A und O, um meine schöne Tour gut mitfahren zu können und nicht andauernd Adrenalinstöße zu kriegen, wo man sie eigentlich gar nicht haben will. Ne? Gut, also so kann man jetzt auch mal ein bisschen schnelleres Kurvenfahren trainieren.